So, herzlich willkommen zur Vorlesung Gesellschaftsrecht Vertiefung 2 GmbH. Und wir befinden uns beim letzten Termin vor der Klausur, denn nächste Woche schreiben schon die Studenten ihre Zwischenprüfung. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, um einen kurzen Überblick zu geben über das, was man zur Klausur wissen muss. Zunächst rein organisatorisch, wie läuft die Klausur ab? Es haben sich 50 Personen angemeldet aus drei Schwerpunktbereichen. Stattfinden tut sie um 8.30 Uhr, also sehr früh, in Hörsaal G. Das heißt nicht im dunklen Keller, sondern mit Blick nach draußen, oben in der ersten Etage. An Hilfsmitteln können Sie im Grunde benutzen, was Sie wollen. Sie sollten irgendeinen Gesetzestext zum GmbH-Recht haben, sowie einen Gesetzestext zum BGB oder HGB, primär zum BGB, damit Sie den Fall auch lösen können. Sonstige Gesetzestexte schaden zwar nicht, aber sie bringen Ihnen auch nicht wirklich viel für die Klausur. Wie wird die Klausur korrigiert? So gründlich wie möglich einerseits, andererseits aber auch so schnell wie möglich. Das Ziel ist, dass Sie spätestens 2 Wochen, nachdem Sie die Klausur geschrieben haben, auch die Ergebnisse haben. Das setzt natürlich voraus, dass Sie auch lesbar schreiben und nicht zu viel schreiben, denn je mehr Sie schreiben und je unlesbarer Sie schreiben, desto länger dauert das, denn ich muss den Kram ja auch lesen. Was wird in der Klausur nicht behandelt? Jetzt schreiben Sie alle mit, toll. Aktienrecht machen wir nicht in der Klausur. Ja, also Sie brauchen auch kein Aktiengesetz, weil AG und KGAA sind nicht Stoff der Klausur. Ebenfalls nicht Stoff der Klausur ist die unternehmerische Mitbestimmung nach dem Mitbestimmungsgesetz oder dem Drittelbeteiligungsgesetz. Schlicht deshalb schon nicht, weil keiner die entsprechenden Gesetzestexte dabei hat. Was Sie auch nicht wissen müssen, sind Details der Vertragsgestaltung, das heißt, wie bestimmte Klauseln aussehen und ähnliches. Das heißt, das, was wir ganz am Anfang gemacht haben. Wenn Sie das im Detail machen wollten, würden Sie in der Praxis ja eh ein Formularhandbuch benutzen. Das heißt, das bringt auch nichts, wenn Sie das auswendig lernen. Dann kommt nicht dran die GmbH und Co. KG, schlicht deshalb nicht, weil das primär Kommanditgesellschaftsrecht ist und wir hier nicht Personengesellschaftsrecht machen, sondern GmbH-Recht. Ansonsten kann ich Ihnen sagen, die Klausur besteht aus 2 Teilen. Jeder Teil macht 50% der Note aus. Es ist also nicht so, als ob es eine Zusatzfrage gäbe und einen großen Fall, sondern der Fall und die Frage zählen exakt gleich viel. Wenn Sie einen schlecht machen, kommen Sie eben maximal auf 9 Punkte. Im Fall wird von Ihnen eine Lösung im Gutachtenstil erwartet, das heißt genauso wie im ersten Semester. Das heißt, A könnte einen Anspruch gegen B aus Paragraph irgendwas haben. Und bei der Frage wird eine Freitextantwort erwartet, die nicht im Gutachtenstil sein muss, weil es auch keinen Sinn machen würde, diese Frage im Gutachtenstil zu beantworten. Wenn Sie sehen wollen, wie solche Aufgaben aussehen können, gibt es in eCampus insgesamt 3 Probeklausuren. Da können Sie sehen, wie sowas aussieht, mit Fall vorne und Frage dahinter. Ja. Was wird inhaltlich jetzt konkret vorausgesetzt? Vertragsgestaltung, aber nur das, was im GmbH-Gesetz auch drinsteht. Das heißt, nicht jetzt irgendwelche komischen Klauseln mit Venture Capital oder Familiengesellschaft, sondern schlicht so Sachen wie Pflichtangaben in der Satzung oder Vinkulierung, das, was im Gesetz erkennbar ist, Nachschusspflicht, Nebenleistungspflicht, das müssen Sie kennen. Dann, was Sie sich näher ansehen könnten, wäre die Entstehung der GmbH. Das heißt insbesondere die Phasen der Entstehung, Vorgründungsgesellschaft, Vorgesellschaft und die Haftung der Gesellschafter und der Handelnden in der Gründungsphase. Dann ebenfalls
Großes Thema ist die Finanzverfassung. Dazu gehört die Kapitalaufbringung. Das heißt insbesondere Themen wie Sacheinlage, verdeckte Sacheinlage, Hin- und Herzahlen. Die Kapitalerhaltung, namentlich § 30 GmbH-Gesetz. Sie erinnern sich, mit den Ausnahmen 30 Absatz 1 Satz 2 und Satz 3. Die Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt und die verhaltensbezogenen Pflichten nach 64 GmbH-Gesetz und 15a Insolvenzordnung. Großes Thema war auch der Geschäftsführer, und zwar seine rechtliche Stellung. Ist er Arbeitnehmer oder ist er einfach nur im Dienstvertrag Beschäftigter? Und seine Haftung, da insbesondere die Frage, inwieweit greift die Business Judgment Rule? Thema auch Gesellschafter. Welche Rechte und Pflichten haben die Gesellschafter? Das heißt Treuepflicht, Einlagepflicht, möglicherweise Nebenleistungspflichten und Nachschusspflichten und die Übertragung der Gesellschafterstellung, da insbesondere der gutgläubige Erwerb nach 16 Absatz 3 40 GmbH-Gesetz. In Bezug auf den Aufsichtsrat müssen Sie nur wissen, dass es sowas geben kann, denn die Details gehören entweder ins Mitbestimmungsrecht, das heißt ins Kollektivarbeitsrecht, oder sie gehören ins Aktienrecht, soweit Sie da auf Aktienrecht verweisen, und das ist nicht Gegenstand dieser Klausur. Und schließlich haben wir gemacht die GmbH und Co. KG, haben aber gesehen, dass das eine Kommanditgesellschaft ist, die teilweise durch GmbH-Recht durchdrungen ist, und da wir kein KG-Recht machen, ist auch die nicht Thema der Klausur. So, zu den einzelnen wichtigen Punkten. Das erste Thema ist die Entstehung der GmbH, und da gucken Sie zunächst in § 11, und bei 11 sehen Sie vor allen Dingen Absatz 1. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Entstehung ist die Eintragung der GmbH in das Handelsregister. Sie sehen außerdem 11 Absatz 2, die sogenannte Handelndenhaftung. Wenn da steht solidarisch, heißt das gesamtschuldnerisch. Und Sie erinnern sich hoffentlich auch alle grob noch, dass diese Handelndenhaftung eine Außenhaftung ist und nur der Personen, die als Vertreter nach außen auftreten, nicht der Gesellschafter, die hinten im Hintergrund die Fäden ziehen. Sie erinnern sich auch, dass die Rechtsprechung dieser Haftung einschränkt. Sobald die GmbH eingetragen ist, erlischt auch die Haftung der Handelnden mit Wirkung für die Zukunft. Ja, der 11 regelt den Gründungsvorgang aber nur unvollständig, denn er sagt ausschließlich, dass die GmbH mit der Eintragung entsteht. Wir wissen aber inzwischen alle, dass es da Vorphasen gibt, und wir haben die Planungsphase bis zu dem Moment, wo man zum Notar geht, und wir haben die Phase nach dem Notar bis zur Eintragung, und nur die Phase nach dem Notar bezeichnet man als Vorgesellschaft. Was ist der rechtliche Unterschied zwischen der Vorgründungsgesellschaft und der Vorgesellschaft? Ja. Die Vorgründungsgesellschaft ist in der Regel GDR. Ja. Die Umstellung KG. Ja. Und die Vorgesellschaft ist nach der Rechtsprechung Gesellschaft und Kinder ist letztendlich der Identität, die GDR dann hat. Ja, in der Tat, die Vorgründungsgesellschaft ist eine Personengesellschaft mit dem Zweck, eine GmbH zu gründen. Die Vorgesellschaft ist ein wesensgleiches Minus zur späteren GmbH. Der einzige Unterschied ist, dass die Haftung im Innenverhältnis noch unbeschränkt ist. Im Außenverhältnis gilt aber grundsätzlich der Geschäftsführer als Vertreter der Vorgesellschaft, und die Gesellschafter haften nicht gegenüber Dritten, sondern nur gegenüber der Gesellschaft auf Wiederauffüllung.
Der zweite wichtige Unterschied ist, zwischen Vorgründungsgesellschaft und Vorgesellschaft findet kein Übergang von Verbindlichkeit und Forderung statt, soweit dies nicht ausdrücklich vereinbart ist, während zwischen Vorgesellschaft und GmbH Einheitlichkeit gilt, das heißt, die Vorgesellschaft wird zur GmbH, sodass kein Übergang erfolgen muss, sondern die Verbindlichkeiten der Vor-GmbH sind Verbindlichkeiten der späteren echten GmbH. So, dazu hatte ich Ihnen auf dem Aufgabenblatt diesen tollen Fall geliefert. Wir haben A, B und C, die wollen eine GmbH gründen. Der A soll dabei allein geschäftsführend und vertretungsbefugt sein. Auf Grundlage dieser mündlichen Absprache beauftragt A die Druckerei D zum Preis von 800 Euro Visitenkarten zu drucken. Erst eine Woche später wird die Satzung notariell beurkundet. Nach der Satzung soll jeder Gesellschafter 10.000 Euro aufbringen. Regelungen zu vor der Gründung eingegangenen Verbindlichkeiten gibt es nicht. A und B zahlen jeweils 10.000 Euro ein, C hingegen nur 2.500. Die Eintragung wird beim Registergericht beantragt. In der Folge erwirbt G bei V Computer für 5.000 Euro. Frage 1. Haben D und oder V Ansprüche gegen A, B und C auf Zahlung ihrer jeweiligen Rechnungen, bevor die GmbH eingetragen wird? Der eine hat die Visitenkarten gedruckt, bevor sie auch im Notar waren, und der andere hat vor der Eintragung der GmbH einen Computer gekauft. G. Heißt. Ja, wie ist die Rechtslage? Erwirbt die GmbH. Das heißt. So muss es heißen. Wie sieht es aus bezüglich der Visitenkarten? Was ist da die Anspruchsgrundlage für einen Anspruch gegen A, B und C? Ja. Ja, in der Tat ein Anspruch gegen A, B und C könnte sich ergeben aus Paragraphen 651, 433 Absatz 2, 128 Satz 1 HGB analog. Was brauchen wir dafür? Ja. So ist es. Also wir können auch sagen, wir brauchen erstmal überhaupt eine Gesellschaft zwischen A, B und C. Zweitens brauchen wir eine Schuld dieser Gesellschaft. Und drittens müssen A, B und C Gesellschafter dieser Gesellschaft sein. Haben wir hier eine Gesellschaft zwischen A, B und C im Zeitpunkt, als die Visitenkarten gedruckt werden? Ja. Ich glaube, in der Konstellation finden die grundsätzlich fehlerhafte Gesellschaft Anwendung. Ja, warum? Die Gesellschaft selbst haben wir nicht aufgrund von Formlichkeit, weil die zukünftigen Gesellschaften sich verabredet haben, zukünftig eine Gesellschaft, also eine GmbH, zu gründen. Und, aber in dieser Konstellation ist es, glaube ich, so, dass der Gesellschaftsvertrag auch notariell geöffnet werden müsste, weil ansonsten diese Leerlauf durch die notarielle Gruppe und Form
Ja, in der Tat, A, B und C könnten eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit dem Zweck gegründet haben, später eine GmbH zu gründen. Grundsätzlich setzt das voraus einen gemeinsamen Zweck, übereinstimmende Willenserklärungen und eine Zweckförderungsabsicht. Das liegt alles vor. Möglicherweise bedarf dieser Gesellschaftsvertrag aber der notariellen Beurkundung. Das könnte sich ergeben hier aus welchen Paragraphen? Ja. Ja, aus 2 Absatz 1 GmbH-Gesetz beziehungsweise dem dahinterstehenden Rechtsgedanken. Grundsätzlich müssen GmbH-Satzungen notariell beurkundet werden. Wenn aber die GmbH wirksam wäre, wenn die GbR wirksam wäre, wären A, B und C durch den Gesellschaftsvertrag bereits verpflichtet, bei der Gründung der GmbH mitzuwirken, sodass die notarielle Beurkundung des Gesellschaftsvertrages nach 2 Absatz 1 keine Schutzwirkung entfalten kann. Daher erstreckt sich hier der Schutzzweck der notariellen Beurkundung auch auf die Vorgesellschaft, das heißt auf die Gesellschaft, die dazu verpflichtet ist, eine solche GmbH zur Eintragung zu bringen. Allerdings wissen wir, dass eine Gesellschaft dann gegenüber Dritten als wirksam gilt, wenn sie in Vollzug gesetzt worden ist und keine überwiegenden Belange Einzelner oder der Allgemeinheit entgegenstehen. Hier haben wir keinen Fall von Minderjährigenschutz und auch keine Verbotsgesetze, sondern diese Formvorschrift soll ausschließlich verhindern, dass eine GmbH gegründet wird. Darum geht es hier aber gar nicht, um Visitenkarten. Daher ist hier die Gesellschaft gegenüber Dritten wirksam und kann nur mit Wirkung für die Zukunft aufgehoben werden durch Kündigung. Das heißt, wir haben eine wirksame GbR zwischen A, B und C. Jetzt müssen wir als Nächstes uns fragen, haben wir eine Verbindlichkeit der GbR? Ja. Ja. Das heißt, A, der gehandelt hat, muss auch vertretungsbefugt gewesen sein. Ja. Und das war er ja auf Grundlage der Absprache. Der sollte ja allein Geschäftsführung vertretungsbefugt sein. Ja. Was brauchen Sie, bevor Sie die Vertretungsbefugnis prüfen, wenn Sie mal Stellvertretung prüfen? Handel im fremden Namen. Handel im fremden Namen. Für wen hat er gehandelt? Ja? Für die GmbH, die den Besuch der Hand angestanden hat, nahm ich als Vorgesellschaft. Und ja. Da wird dann aus den Umständen angenommen, dass der Wahrungsnehmensträger berechtigt werden soll, nach dem Grundsatz des Unternehmensbezogenen Geschäfts. So ist es. Ausdrücklich gehandelt hat er für die GmbH. Eine GmbH gab es zu diesem Zeitpunkt aber noch gar nicht. Also müssen wir uns fragen: Liegt ein offenkundiges Handeln für einen Dritten vor oder ist hier ein Fall von eines Handelns für eine nicht existierende Person, wo ohnehin 179 nur eingreift. Da greift aber 164 Absatz 1 Satz 2. Wenn sich aus den Umständen ergibt, dass für einen anderen gehandelt wird, genügt das. Und das gilt insbesondere bei sogenannten unternehmensbezogenen Geschäft, wenn für den Vertragspartner klar ist, dass hier der D nicht persönlich haften will, sondern ein von ihm rechtlich separates Unternehmen, dann haftet das Unternehmen unabhängig von der Rechtsform des Unternehmensträgers. Das heißt, wir haben auch eine Verbindlichkeit der GbR. Dann brauchen wir noch die Haftung von A, B und C. Die folgt nach heute herrschender Meinung aus 128 Satz 1 HGB analog, weil man sagt, es kann ja nicht sein, dass eine Gesellschaft je nach Art und Umfang mal eine persönliche Haftung mit sich bringt. Wenn sie wieder klein wird, die persönliche Haftung verliert, wenn sie wieder reinwächst, die persönliche Haftung gewinnt, weil nach § 1 Absatz 2 das Bestehen der OHG von der Größe abhängt, muss auch die GbR eine solche akzessorische Haftung kennen. Ja, damit wissen wir also, dass A, B und C persönlich für die
Visitenkarten haften. Was müssen wir uns noch fragen? Tja, wir müssen uns natürlich fragen, warum die Folie nicht weitergeht. Haben wir, bevor die GmbH eingetragen wird? Antwort: Ja, denn die Eintragung der GmbH hat auf die Verbindlichkeiten der Vorgründungsgesellschaft überhaupt keine Auswirkung. Die Verbindlichkeiten der Vorgründungsgesellschaft wären nur auf die GmbH übergegangen, wenn man das ausdrücklich vereinbart. Das macht man namentlich bei den Gründungskosten. Nächste Frage: Darf das Registergericht die Gesellschaft eintragen, obwohl C nur 2.500 Euro gezahlt hat? Ja. Maßgeblich ist die Regelung des § 7 Absatz 2, der ja schreibt, dass das Ausreichen von einem Viertel des Nennbetrages eingezahlt worden ist. Ja. Was ist der Nennbetrag? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also es könnte der Nennbetrag sein, der zu zahlen ist, also 10.000 Euro. Ja, oder? Oder der Gesamtbetrag, der eingezahlt wäre, muss überhaupt. Also da geht nicht der vereinbarte ja Betrag, sondern 25.000 Euro Mindestbetrag. Ja. Was meinen Sie denn nach dem Gesetzeswortlaut? Wenn Sie die Norm komplett lesen. Ja. Ja, in der Tat, maßgeblich ist der Geschäftsanteil des A, des B und des C. Das heißt, jeder muss nur 2.500 Euro einzahlen. Würde es reichen, wenn jeder der drei 2.500 einzahlt? Ja, wie hoch ist das Mindeststammkapital? 25.000. Ja. Es muss also mindestens in der Summe 12.500 ergeben. Wie die sich aufteilen, ist dann egal. Das heißt, wenn einer 10.000 zahlt, können die beiden anderen 2.500 zahlen. Ist gar kein Problem. Wichtig ist nur, es sind nicht etwa die Hälfte des vereinbarten Stammkapitals, sondern immer nur die Hälfte des Mindeststammkapitals. Sie können also ein Stammkapital von 1 Million haben und müssten trotzdem nur mindestens 12.500 in der Summe einzahlen. Allerdings muss trotzdem jeder ein Viertel seiner Anteile bezahlen. Ja, nächste Frage. Haben D und oder V Ansprüche gegen die Gesellschaft auf Zahlung der Rechnungen, nachdem die GmbH eingetragen wird? Auch hier wieder hat das eine Auswirkung auf die Druckerei, ob die GmbH eingetragen wird. Kümmert das die Druckerei, ob die GmbH eingetragen ist oder nicht? So ist es. Die Verbindlichkeiten sind nicht übergegangen. Das heißt, das ist der Druckerei völlig egal. Die kriegt ihr Geld immer von den dreien persönlich, beziehungsweise von der GbR, die zwischen denen besteht. Die hat aber kein Vermögen, also im Wesentlichen von den Gesellschaftern. So. Damit kommen wir jetzt zum schwierigsten Teil der Frage. Was ist mit V? V ist derjenige, der Computer verkauft hat in dem Zeitraum zwischen der Eintragung und dem Notarbesuch und der Eintragung. Wie sieht dessen Lage aus bis zu dem Moment der Eintragung? Kann er von A, B und C
Zahlung der 5.000 Euro verlangen. Ja? Er könnte von A Zahlung verlangen aus L-Absatz 2 und von den anderen drei aber nicht direkt, weil ab dem Zeitpunkt der notariellen Urkunden besteht ja schon vor GmbH, sodass die Gesellschaft da also nicht auch als Geschäftsführer im Ausland handelt, nur innen gegenüber der vor GmbH auflaufen kann. So ist es. Also, die Gesellschafter haften nicht im Außenverhältnis. Das heißt, unser V hat keinerlei Ansprüche gegen die Gesellschafter. Er hat aber einen Anspruch gegen den Handelnden. Das heißt, wenn A nach außen auftritt, haftet A. Wenn B nach außen auftritt, haftet B. Es genügt nicht zum Handeln, dass man im Hintergrund die Strippen zieht. Man muss da aktiv nach außen für auftreten. Ja. Ändert sich etwas, wenn die GmbH eingetragen wird? Was passiert dann? Ja? Er erlischt die Handlungsverfassung nach 11 Absatz 2 und die Verbindlichkeiten gehen aber auf die GmbH über. Also er hat dann einen Anspruch gegen die GmbH und nicht gegen die Gesellschaft. So ist es. Auch dann hat er keinen Anspruch gegen B und C und es erlischt sogar der Anspruch gegen A, den er vorher hatte. Denn mit Eintragung erlischt die Handelndenhaftung auch für frühere Verbindlichkeiten. Das heißt, unser V kann sich nur an die GmbH halten. Merken Sie sich also, auch wenn die Gesellschaften noch ausstehende Einlagen haben oder hier sogar das Stammkapital verwirtschaftet haben, gibt es keine Haftung gegenüber den Gläubigern. Die Gläubiger haben keine direkten Ansprüche gegen die Gesellschafter. Die können nur Zahlung von der GmbH verlangen und möglicherweise die Ansprüche der GmbH pfänden und sich überweisen lassen oder in der Insolvenz den Insolvenzverwalter darauf losschicken. Ja? Der BGH ist eine Ausnahme, weil die GmbH arbeitslos ist komplett? Oder gibt es nur bei der Der BGH hat sogar mehrere Ausnahmen gemacht. Er hat nämlich gesagt, wenn es nur einen einzigen Gläubiger gibt, dann kann dieser Gläubiger sich direkt an die Gesellschaft erhalten, weil es dann keine Konkurrenzsituation gibt. Er hat gesagt, wenn es nur einen Gesellschafter gibt, soll es auch die Möglichkeit geben, sich direkt an den Gesellschaft zu erhalten, weil dann keine Verteilung im Innenverhältnis stattfinden muss. Und in Missbrauchsfällen, hat der BGH gesagt, soll es auch eine unbeschränkte Haftung geben, das heißt eine unbeschränkte Außenhaftung. Aber das sind, wie gesagt, die Ausnahmefälle. Die müssen Sie nicht im Detail kennen. Da müssten Sie ja nur in der Klausur überlegen, ob ein Rechtsmissbrauch vorliegt und dann entsprechend korrigieren. Ja, nächste Frage. Nach 6 Monaten fällt die GmbH aufgrund von Verlusten Insolvenz. Welche Ansprüche hat die GmbH gegen A, B und C, wenn diese außer den Zahlungen vor Gründung keine weiteren Leistungen erbracht haben? Ja. Kann ich für C erstmal einen Anspruch in Höhe von 7.500 Euro auf Erbringung der restlichen Einlage aus 14 und 19? Ja, sehr gut. Gegen C einen Anspruch aus 14 in Verbindung mit 19 auf Einzahlung der noch ausstehenden Einlage. Das heißt, hier in dem Fall 7.500 Euro. Gibt es noch mehr Ansprüche, die die GmbH gegen ihre Gesellschafter hat? Ja? Möglicherweise aus der Untermieterhaftung anteilig haben wir uns hier das restliche noch nicht bezahlte Geld von dem Anspruch des V. In der Tat.
Es gibt einen Anspruch aus der sogenannten Unterbilanzhaftung, analog § 9, gegen A, B und C in Höhe von jeweils einem Drittel von 5.000 Euro. Das heißt, A muss ein Drittel von 5.000 zahlen, B muss ein Drittel von 5.000 zahlen und C muss ein Drittel von 5.000 zahlen. Das heißt, jeder zahlt ein Drittel. Ja, damit hätten wir es dann auch, denn mehr Ansprüche gibt es nicht. Die haben hier keinen existenzvernichtenden Eingriff getätigt und müssen daher auch die GmbH nicht retten. Wenn die GmbH pleite ist, müssen sie also nur diese Einlageschulden begleichen. Dann hatte diese Probeklausel noch eine zweite Frage. Die zweite Frage lautete: Die Gestaltungsfreiheit im GmbH-Recht verursacht erheblichen Aufwand für die Gesellschafter, aber auch für Geschäftsführer und Gläubiger. Erläutern Sie, worin dieser Aufwand besteht und welche Maßnahmen das Gesetz trifft, um diesen Aufwand zu minimieren. Warum verursacht Gestaltungsfreiheit zusätzlichen Aufwand für die Gesellschafter? Ist Gestaltungsfreiheit nicht generell besser, weil man da eben maßgeschneiderte Lösungen machen kann? Ja. Ja, in der Tat, mit großer Freiheit kommt auch große Verantwortung. Sie müssen also im Vertrag in der Tat alles regeln oder riskieren, dass Sie hinterher doch unzufrieden sind. Und das zweite Problem ist natürlich, wenn Sie Gestaltungsfreiheit haben, besteht immer die Wahrscheinlichkeit, dass Sie jemand anders über den Tisch zieht. Wenn Sie zwei Gesellschafter haben, der eine ist schlauer als der andere, wird der Klauseln reinmachen, die ihn zugunsten oder auf Kosten des anderen begünstigen. Das heißt, Sie müssen besonders vorsichtig sein, wenn es Gestaltungsfreiheit gibt, dass der andere Sie nicht über den Tisch zieht. Welche Maßnahmen trifft denn das Gesetz, um die Kosten einer GmbH oder der Planung einer GmbH zumindest in einem vertretbaren Rahmen zu halten? Ja? Zwei Sachen in der Tat. Das erste ist,
dass es dispositives Recht gibt, was weitgehend lückenschließend ist. Das heißt, Sie können eine GmbH-Satzung machen, wenn Sie ausschließlich die Sachen, die in § 3 geregelt sind, in Ihre Satzung aufnehmen. Das ist so eine Checkliste. Wenn Sie das reinschreiben, haben Sie eine wirksame GmbH. Zum Zweiten hat der Gesetzgeber ein Musterprotokoll als Anlage gemacht, wo sozusagen Sie durch Ankreuzen und Ausfüllen von Lückentexten eine fertige GmbH oder UG haftungsbeschränkt erstellen können. Andere Mechanismen zur Kostenersparnis ist der Notar, weil man sagt, der Notar als neutraler Mittler stellt sicher, dass nicht eine Partei die andere über den Tisch ziehen kann. Der Notar berät beide Parteien und erklärt ihnen, welche Auswirkungen die Regel haben. Und die dritte Korrektur ist, dass man bestimmte Rechte als zwingend ausgestaltet hat, insbesondere das Auskunftsrecht nach 51a. Das heißt, dass jeder GmbH-Gesellschafter zumindest informiert wird und damit geschützt ist, indem er dann eingreifen kann, wenn sich was überraschend herausstellt. Also Mechanismen einerseits genug dispositives Recht, zweitens Notar, drittens Mustersatzung und viertens zwingende Regelungen als Mindestschutz. Darüber hinaus kennen wir auch alle die Treupflicht, die sagt, selbst wenn ich eine Regelung habe, darf ich sie möglicherweise nicht ausüben, wenn das auf Kosten meiner Mitgesellschafter geht. So, das zweite große Thema ist die Finanzverfassung. Bei der Finanzverfassung geht es zunächst mal um die Kapitalaufbringung. Kapitalaufbringung heißt, Sie leisten die geschuldete Einlage an den Geschäftsführer zur freien Verfügung. Abgrenzung 19 Absatz 4 GmbH-Gesetz hin- und herzahlen. Die Leistung der Einlage kann bestehen auch in der Einbringung von Forderungen und anderen Vermögenswerten, wenn diese bewertbar sind und die entsprechende Ersatzleistung offengelegt wird. Probleme war dabei immer die Umgehung, jetzt wie gesagt in § 19 Absatz 4 und Absatz 5 geregelt. In der Klausur ist die entscheidende Anspruchsgrundlage gegen den Gesellschafter, § 14 Satz 1 GmbH-Gesetz in Verbindung mit § 19 Absatz 1 GmbH-Gesetz. Danach muss jeder Gesellschafter seine Einlage leisten. Der 19 erklärt dann noch, wie die Einlage nicht geleistet werden kann, nämlich nicht durch Erlassvertrag, nicht durch Aufrechnung und im Übrigen keine Zurückbehaltungsrechte an Sacheinlagen. Wichtiger sind aber 19 Absatz 4 und Absatz 5. 19 Absatz 4 regelt die sogenannte verdeckte Sacheinlage. Der setzt voraus, dass eine Geldeinlage bei wirtschaftlicher Betrachtung und einer im Zusammenhang mit der Übernahme getroffenen Abrede als Sacheinlage zu bewerten ist. Ja? Rechtsfolge ist dann, dass der Gesellschafter nicht befreit wird, weil die Einlage nicht zur freien Verfügung der Geschäftsführer geleistet worden ist. Allerdings gilt hiernach eine Anrechnungslösung, das heißt, der Wert des Gegenstandes wird abgezogen von der Leistungspflicht, die vorher bestand. Beweislast trägt der Gesellschafter, das heißt, wenn die Sache weniger wert ist oder mehr wert ist, muss er das beweisen. Ansonsten wird erstmal vermutet, dass die Sache nichts wert ist oder wert war, denn es kann ja durchaus 3-4 Jahre später sein, bis das überhaupt auffällt, dass hier eine verdeckte Sacheinlage vorlag. In der Klausur würden Sie eine verdeckte Sacheinlage in 4 Punkten prüfen. Zunächst mal war eine Bareinlage vereinbart. Zweitens handelte es sich dabei bei wirtschaftlicher Betrachtung um eine Sacheinlage. Ist die Grundlage für diesen Tausch Sache gegen Geld eine im Zusammenhang mit der Übernahme getroffene Abrede und dafür reicht
wenn Sie einen Zeitraum von 6 Monaten ab Einlageerbringung erfolgt und umstritten ist, ob konkrete Umgehungsabsicht erforderlich ist oder ob auch ein scheinbar naives Verkehrsgeschäft genügt. Ja? Sie lassen vielleicht mal ein konkretes Beispiel, was das sein könnte? Ganz einfach. Sie wollen eine GmbH gründen und zahlen 10.000 Euro ein. Jetzt denken Sie sich, oh, ich brauche diese 10.000 Euro aber wieder und sagen, ich habe hier aber noch ein Auto. Verkaufen der GmbH Ihr Auto für 10.000 Euro. Das könnte eine verdeckte Sacheinlage sein. Dann prüfen wir nach, war eine Bareinlage vereinbart? Ja. Zweitens, ist bei wirtschaftlicher Betrachtung des gesamten Geschehensablaufs tatsächlich eine Sacheinlage erbracht worden? Das heißt, ist tatsächlich der Pkw eigentlich eingebracht worden als Wert? Würde man sagen, ja. Dann kommen wir aber zur dritten Aussage. Es muss im Zusammenhang mit der Übernahme der Geldeinlage eine Abrede erfolgt sein, dass dieses Hin- und Herzahlen erfolgt. In dem Fall, den ich Ihnen gerade geschildert habe, ist Ihnen die EOS später gekommen. Das heißt, man würde dann sagen, möglicherweise fehlt es am Zusammenhang. Die Richter würden dann sagen, naja, der zeitliche Zusammenhang zwischen dem Hin- und Herzahlen genügt uns, um eine Vermutung aufzustellen, die Sie konkret widerlegen müssten, dass Sie nicht schon damals daran gedacht haben. In der Klausur können Sie nicht mit irgendwelchen Vermutungen argumentieren, da müssen Sie halt überlegen, gab es eine im Zusammenhang mit der Übernahme getroffene Abrede oder war es erst ein späteres Verkehrsgeschäft? Wenn es ein späteres Geschäft war, sind Sie bei § 30 und § 30 sagt bekanntermaßen, wenn die Gegenleistung gleich viel wert ist, ist das alles in Ordnung. Also wenn Ihr Pkw wirklich den Kaufpreis wert ist, liegen Sie auf der sicheren Seite. Zum Thema Umgehungsabrede, da ist die Frage, ob Sie bösgläubig gehandelt haben oder gutgläubig gehandelt haben. Und da wird vermutet von der Rechtsprechung, immer dann, wenn Sie Hin- und Herzahlen machen, dass das suspekt ist, dass Sie da schon bösgläubig waren. Niemand macht dieses komplizierte Hin- und Herzahlen, weil er einfach was Gutes tun will. Ja, Folge ist dann, Sie müssten theoretisch die 10.000 Euro wieder nachzahlen, die Sie zurückbekommen haben, aber 19 Absatz 4 Satz 3, der Wert Ihres Pkw wird angerechnet. Das heißt, Sie müssen dann beweisen, im Zeitpunkt der Übereignung war mein Pkw 10.000 Euro wert. Wenn Ihnen dieser Beweis gelingt, müssen Sie nichts mehr zahlen. Wenn Sie beweisen, dass er 8.000 wert ist, müssen Sie auch 2.000 zahlen. Wenn Sie beweisen, dass er 100.000 wert ist, müssen Sie auch nicht zahlen. Sie müssen also beweisen, dass er mindestens 10.000 wert ist und nicht weniger. Also nicht wirklich schwierig. Rechtsfolge dieser Anrechnung ist, dass der Anspruch durch Erfüllung erlischt. Das heißt, Sie werden so behandelt, als hätten Sie richtig gezahlt. Die Anrechnung führt also zum Erlöschen der Schuld. Schwieriger ist dann 19 Absatz 5. 19 Absatz 5 sagt, ist vor der Einlage eine Leistung vereinbart, die wirtschaftlich einer Rückzahlung entspricht und die keine verdeckte Sacheinlage ist. Was ist damit gemeint? Die GmbH gewährt Ihnen ein Darlehen in Höhe der Einlage. Sie verkaufen der GmbH also nicht Ihren Pkw für 10.000 Euro, sondern die GmbH gibt Ihnen die 10.000 Euro als Darlehen und damit sind wir dann bei Absatz 5. Absatz 5 setzt weiterhin voraus, dass Sie einen vollwertigen Rückzahlungsanspruch haben, der jederzeit fällig ist oder durch fristlose Kündigung zumindest fällig werden kann. Wenn das der Fall ist, ist dieses Darlehen wiederum wirtschaftlich neutral und Sie werden so behandelt, als hätten Sie die 10.000 Euro endgültig zur freien Verfügung des Geschäftsführers geleistet. Praktisch bedeutet das, wenn Sie reich sind, genügt es, wenn Sie beim Notar einmal die 25.000 auf den Tisch legen und sagen, da, ich habe sie und sich dann die 25.000 Euro wieder als Darlehen gewähren lassen. Weil damit wären Sie bei 19 Absatz 5 und die Einlage gilt als voll erbracht, wenn das Darlehen sagt, es ist jederzeit ohne Grund kündbar und Sie können das Geld in Ihrem Portemonnaie belassen. Das ist die Kapitalaufbringung.
Bei der Kapitalaufbringung merkt man, dass der Gesetzgeber da noch recht gegenständlich gedacht hat. Er hat nämlich gesagt, Geld ist vorrangig. Immer dann, wenn eine Sacheinlage erbracht werden soll, muss die vorher bewertet werden. Und das muss offengelegt worden sein, dass da kein Geld geflossen ist, sondern irgendwas anderes. Ganz anders ist die Lage bei der Kapitalerhaltung. Wenn die GmbH erstmal wirksam gegründet ist und Sie können keine Abrede nachweisen, die bereits im Rahmen der Gründung getroffen ist, bewegen Sie sich bei § 30. Und § 30 sagt, Sie dürfen das zur Erhaltung Stammkapitals erforderliche Vermögen nicht auszahlen. Das heißt aber auch, Sie dürfen das durchaus tauschen gegen Sachen oder andere Dinge. Sie können damit zum Beispiel den Geschäftsführer bezahlen mit dem Stammkapital. Solange Sie eine Marktgegenleistung für dieses Geld bekommen, ist das alles in Ordnung. Das Gesetz geht sogar noch weiter und sagt, wenn Sie einen Konzern haben, können Sie an die Konzernmutter Geld ausschütten, bis auf null runter. Sie müssen sich also keine Reserve in Höhe des Stammkapitals bilden. Der Sinn dahinter ist, Sie würden in der Bilanz dann immer eine Forderung gegen die Konzernmutter bilanzieren als Aktivposten und die würde Ihre Bilanz vor einer Überschuldung retten. Sie hätten dann sozusagen kein Barvermögen, sondern immer nur einen Anspruch gegen die Konzernmutter, der aber gleichwertig wie Bargeld ist und damit auch positiv in der Bilanz steht. Satz 3 haben wir uns auch ganz kurz angeguckt, da geht es um Gesellschafterdarlehen. Wenn ein Gesellschafter der GmbH nicht Eigenkapital zur dauerhaften Verfügung gibt, sondern der nur Geld als Darlehen gewährt, dann wird er insolvenzrechtlich so behandelt, als hätte er das Geld mit einem Nachrang gegeben, hätte er freiwillig darauf verzichtet, gleichrangig mit anderen Gläubigern frei zu werden, aber er haftet nicht auf Wiedereinzahlung dieser Darlehen, wenn er sie zurückfordert, sondern nur im Insolvenzfall. Wir haben uns auch angesehen, § 64 GmbH-Gesetz. 64 GmbH-Gesetz regelt eine verhaltensbezogene Haftung. Bei § 30 geht es nur um das Geld, da muss also sozusagen die Staumauer des Stammkapitals aufrechterhalten werden. Hier geht es um ein konkretes Verhalten, nämlich Zahlungen, die zur Zahlungsunfähigkeit oder zur Überschuldung führen. Oder, das ist das Bemerkenswerte, Zahlungen, die zur Zahlungsunfähigkeit führen mussten. Das heißt, Sie zahlen Geld und das musste bei Anwendung im Verkehr vorliegenden Sorgfalt dazu führen, dass die GmbH nicht mehr liquide ist. Dann haftet der Geschäftsführer nach 64 Satz 3 auf Schadensersatz. Das bedeutet auch in unserem Fall, das Geld wird an die Konzernmutter ausgezahlt, dass zum Beispiel eine Forderung gegen die Mutter niemals so gut im Verkehr verwertet werden kann wie Bargeld oder eine Bankforderung. Wenn Sie sagen, ich habe eine Forderung gegen meine Konzernmutter, können Sie damit nicht Rechnungen bezahlen im Normalfall. Das heißt, obwohl es bilanziell gleichwertig ist, ist es im Verkehr möglicherweise ein Problem und wenn Sie Ihre Rechnung nicht mehr bezahlen können, dann sind Sie zahlungsunfähig und der Geschäftsführer haftet trotzdem. Die letzte verhaltensbezogene Pflicht regelt § 15a Insolvenzordnung. Wenn der Geschäftsführer feststellt, dass die Gesellschaft überschuldet ist oder zahlungsunfähig, muss er Insolvenzantrag stellen. Der Sinn dahinter ist, dass man da ein Wettrennen der Gläubiger verhindern will und alle sollen eine Chance haben, zu gleichen Quoten am Vermögen der Gesellschaft zu profitieren. Wenn der Geschäftsführer den Antrag nicht stellt oder nicht rechtzeitig stellt, dann haftet er für den dadurch entstehenden Schaden und der Schaden kann in zwei Posten bestehen. Wenn jemand erstmalig mit der GmbH einen Vertrag schließt nach Insolvenzeintritt, ist der Schaden der komplette Wert des Vertrages. Er muss also so gestellt werden, als hätte er den Vertrag nie abgeschlossen. Wenn dagegen jemand den Vertrag schon vorher geschlossen hat, liegt der Schaden darin, dass die Quote weniger wird. Je länger man die Sache stehen lässt, desto mehr Gläubiger konkurrieren um das wenige Geld und die Quote wird weniger. Dann kriegt er die Differenz zwischen der Quote,
bei rechtzeitiger Antragstellung und der Quote, wie sie bei tatsächlicher Antragstellung war. Das nennt man den sogenannten Quotenschaden. Wir haben uns auch näher beschäftigt mit der UG Haftungsbeschränkung, § 5a. Und wir haben gesehen, dass der Gesetzgeber da auf ein anderes Modell setzt, nämlich auf ein Ansparmodell. Und zwar ist eine gesetzliche Rücklage zu bilden, die jedes Jahr um ein Viertel des Jahresüberschusses zu erhöhen ist. Eine Obergrenze gibt es nicht. Das heißt, wenn Sie im ersten Jahr eine Million Gewinn machen, dann müssen Sie 250.000 in die gesetzliche Rücklage stellen. Wenn Sie im zweiten Jahr eine Million Gewinn machen, haben Sie insgesamt 500.000 in der gesetzlichen Rücklage. Wenn Sie im dritten Jahr dann nochmal eine Million Gewinn machen, haben Sie 750.000 in der gesetzlichen Rücklage. Und das Spielchen läuft so lange weiter, bis die Gesellschafter sich entscheiden, eine Kapitalerhöhung auf 25.000 Euro durchzuführen. Dadurch wird die UG haftungsbeschränkt zu einer GmbH und alles, was über dem Stammkapital liegt, kann dann ausgeschüttet werden. Bei unserem Fall also, wenn 250.000 Gewinn gemacht werden, kann die GmbH für 25.000 sich freikaufen und kann dann 225.000 Euro an die Gesellschafter verteilen. In dem Moment, wo die Umwandlung in die GmbH erfolgt, wird die gesetzliche Rücklage aufgelöst. Auch hierzu gab es einen Fall auf dem Arbeitsblatt. Die GmbH hat drei Gesellschafter A, B und C und ein Stammkapital von 40.000. Die Gesellschafter ist Eigentümerin eines Grundstücks im Werte von 50.000, von Maschinen im Werte von 30.000 und Waren im Werte von 15.000. Auf ihren Bankkonten befindet sich 12.000, Bargeld gibt es nicht. Die Gesellschaft schuldet ein Bankdarlehen von 60.000 und hat Schulden bei Lieferanten von 35.000. Tja, wenn Sie das jetzt alles im Kopf haben. Der Geschäftsführer überweist jetzt an A eine Dividende von 500 Euro. Außerdem kauft er von B ein Auto für 5.000 Euro, das tatsächlich 6.000 wert ist. Und schließlich gewährt er C ein sofort kündbares und zurückzuzahlendes Darlehen in Höhe von 500 Euro. Nachdem er diese drei Sachen gemacht hat, fällt die GmbH in Insolvenz. Der Insolvenzverwalter fragt sich, was kann er von A, B und C verlangen? Wie gehen Sie diese Aufgabe an? Was machen Sie, wenn Sie so eine Aufgabe sehen? Ja. Das scheint mir eine gar nicht so dumme Idee. Also Sie machen sich so eine ganz grobe Bilanz. Das ist ja hier relativ Peanuts. Da müssen Sie also gucken, das Grundstück ist 50, die Maschinen sind 30, die Waren sind 15 und die Bankkonten sind 12. Sie müssen also addieren 50 plus 30 plus 15 plus 12. Dann kommen Sie auf 80, 95, 102. Richtig gerechnet? Wenn ich es richtig sehe. Also kommen Sie auf 107 auf der linken Seite.
Dann gucken wir uns die Passiva an. Was kommt bei den Passiva hin? Eigenkapital. Ja. Das gezeichnete Kapital beträgt 40. Dann brauchen wir das Bankdarlehen von 60 und die 35, die Lieferant geschuldet wird. Auf was kommen wir da? 135.000. Ja, 135.000. Was können wir also über unsere GmbH sagen? Zum jetzigen Zeitpunkt. Muss sie Insolvenzantrag stellen? Links stehen 107, rechts stehen 135. So ist es. Bei der Überschuldungsbilanz wird das Stammkapital nicht passiviert. Das bedeutet, die 40.000 werden nicht berücksichtigt, die muss an keinen gezahlt werden. Das heißt, grundsätzlich ist sie nicht überschuldet. Das heißt, sie muss keinen Insolvenzantrag stellen. Aber welches Problem haben wir jetzt, wenn wir uns unsere Transaktionen angucken? Nämlich, der Geschäftsführer überweist A eine Dividende von 500 Euro. Warum könnte das ein Problem sein? Ja? Ich bin in dem Fall auf 30 Absatz 1 Satz 1 gestoßen. Und weil auf der Aktivseite weniger Vermögen ist als letztlich der Passivseite. Ja, weil auf der Aktivseite weniger Vermögen ist als auf der Passivseite. So kompliziert müssen Sie das gar nicht machen. Was sagt uns der 30? Worauf kommt es an? Was muss mit der Auszahlung von 500 Euro passieren? So ist es. Also, Sie dürfen nur auszahlen, solange das Stammkapital, also unsere 40.000 hier, diese 40.000 hier, gedeckt sind durch Aktiva. Das ist hier aber auch schon lange nicht mehr der Fall, wie Sie sehen. Sie sehen ja, rechts sind 135, links sind 107. Das heißt, die Aktiva decken nicht mehr das Stammkapital. Damit verstößt unsere Auszahlung gegen § 30 Absatz 1 Satz 1 GmbH-Gesetz. Nun sind wir aber hier in der Klausur und die Frage lautet: Der Insolvenzverwalter fragt sich, welche Ansprüche die GmbH gegen A, B und C hat. Also brauchen wir eine Anspruchsgrundlage, die sagt, die GmbH kann irgendetwas verlangen. Ja? Ja. In der Tat, eine Anspruchsgrundlage ist § 31 Absatz 1. Danach ist das verbotswidrig Ausgezahlte zurückzugewähren. Hier waren das die 500 Euro und die 500 Euro sind einfach wieder in bar zurückzuzahlen in die Kasse der Gesellschaft. Das heißt, er hat einen Anspruch gegen A auf Zahlung von 500 Euro aus § 31 Absatz 1 GmbH-Gesetz. Ja? Nein. Die Norm wäre § 80, wenn Sie es genau wissen wollen. 80 Absatz 1 Insolvenzordnung. Aber das ist irrelevant. Der Insolvenzverwalter fragt sich hier, welche Ansprüche die GmbH hat. Das heißt, es kommt nicht darauf an, wer die vertritt. Das ist einfach nur... Ja. Also, wir machen keine Insolvenzrechtsklausur. Das ist also irrelevant. So, wie sieht das aus mit B?
Die GmbH kauft von B ein Auto für 5.000 Euro und die 5.000 Euro werden sofort überwiesen. Was sagen Sie zu diesem Geschäft? Ja? Ja. So ist es. Also wir machen hier eine bilanzielle Betrachtungsweise wieder. Wir machen also, überlegen uns, was steht am Ende in der Bilanz. Ursprünglich hatten wir Aktiva in Höhe von 5.000 Euro. Jetzt haben wir Aktiva, die 1.000 Euro mehr wert sind. Das heißt, es ist sogar eine Steigerung der Bilanz erfolgt, ein Gewinn. Also liegt kein Angriff des Stammkapitals vor. Also ist die Zahlung hier unproblematisch. Wie sieht es aus mit Frage 3? Der Geschäftsführer G gewährt C ein sofort kündbares und zurückzuzahlendes Darlehen in Höhe von 500 Euro. Ja? Wenn wir das hier wieder bilanziell betrachten, sehen wir im Prinzip aber nur einen aktiven Tausch von Kasse zu Forderung. Ja, in der Tat, es ist grundsätzlich okay nach 30 Absatz 1 Satz 2. Allerdings, welches Merkmal fehlt hier im Sachverhalt? Was der 30 Absatz 1 Satz 2 ausdrücklich noch nennt? Der zählt jetzt auch zahlungsfähig ist, also der Rückgewehranspruch auch werthaltig ist. So ist es. Der Rückgewehranspruch muss voll werthaltig sein. Warum folgert das rein logisch und aus der bilanziellen Betrachtungsweise? Was wird der vernünftige, ordnungsgemäße Buchführer tun, wenn er weiß, dass der C in Zahlungsschwierigkeiten steht? Mit seinem Aktivposten, was muss er tun grundsätzlich? Er muss ja diskontieren, das heißt, er entspricht der Ausfallwahrscheinlichkeit an den Forderungen. So ist es, er muss ihn diskontieren, das heißt, er muss ihn um die Wahrscheinlichkeit herabsetzen, dass er das Geld nicht zurückkriegt. Solange wir diese Angaben nicht haben, was meinen Sie, gilt im Zweifel, dass der Anspruch vollwertig ist oder gilt im Zweifel, dass der Anspruch nicht vollwertig ist? Was würden Sie meinen, wenn der im Sachverhalt nicht zusteht? Ja? Ja, in der Tat, solange der Sachverhalt dazu keine klaren Angaben hat, dürfen Sie nicht unterstellen, dass der Anspruch vollwertig ist. Sie müssen also immer vom schlimmstmöglichen Fall ausgehen und müssen sagen, es ist kein vollwertiger Anspruch. Dann ist er aber auch in vollem Umfang zurückzuzahlen und nicht nur in Höhe irgendeines Risikofaktors, sondern der C muss das komplette Darlehen an die Gesellschaft unabhängig davon zurückzahlen, wann es fällig gewesen wäre oder Ähnliches. Im konkreten Fall macht es natürlich keinen Unterschied, denn er müsste es ja ohnehin sofort zurückzahlen, weil es ja jederzeit kündbar ist. Das heißt, es kann ihm eh egal sein, ob er nach 31 zurückzahlt oder aus 488. So, letzte Kontrollfrage aus diesem Themenbereich. Die UG haftungsbeschränkt hat ein deutlich geringeres Mindeststammkapital, setzt jedoch voraus, dass jedes Jahr ein Teil des Jahresüberschusses an eine gesetzliche Rücklage gestellt wird. Welche Vorteile hat diese Ansparung, zumindest theoretisch, für die Gesellschafter und für die Gläubiger? Jetzt fragen Sie sich, wie kann das denn Vorteile haben für die Gesellschafter oder für die Gläubiger oder und für die Gläubiger? Eine Win-Win-Situation sozusagen. Wie kann das sein?
Ja. Also für die Gläubiger ist die Sicherheit ja auf jeden Fall gegeben, sodass einfach mehr Haftungskapital da ist. In der Tat, für die Gläubiger ist die Situation zunächst mal so, bei einer GmbH haben sie genau 25.000 oder ein höheres, wenn es vereinbart ist, was unwahrscheinlich ist. Bei einer UG haftungsbeschränkt kriegen Sie abhängig vom Gewinn auch Ihren Anteil, wenn die UG haftungsbeschränkt gut läuft. Das heißt, es passt sich dynamisch der Geschäftsentwicklung an. Wenn es viele gute Geschäfte gibt, hat die UG haftungsbeschränkt auch mehr Rücklagen. Während die GmbH immer nur ihr Stammkapital hat, was eben konstant ist, passt sich das hier dem Geschäftsverlauf an. Was theoretisch gut ist, es hat eine geringere Einstiegshürde, gleichzeitig aber einen besseren Schutz, wenn es gut läuft, denn bei großem Volumen hat man dann entsprechend auch hohe Rücklagen. Zweitens, welche Sicherheit gewährt das Mindeststammkapital einer GmbH, wenn man die bilanzielle Betrachtungsweise anlegt? Anders ausgedrückt, inwieweit hat man überhaupt noch was davon, dass man hier 25.000 aufbringt und erhält, wenn man das wie einen Schweizer Käse durchlöchert, mit verdeckten Sacheinlagen, Hin- und Herzahlen und 30 Absatz 1 Satz 2 GmbH-Gesetz. Was hat man von einem Stammkapital? Von einem rein bilanziellen Stammkapital. Ja? Dürfen Sie denn das überhaupt nach 30.1.2 das Geld jemandem geben, der unzuverlässig ist? Selbst wenn es nur einen ganz kleinen Risikoabschlag gibt, selbst wenn es nur 1% wäre, dürften Sie dann ein Darlehen gewähren? Wenn Sie einen Risikoabschlag von 1% machen, 0,1%, so ist es. Nur der vollwertige Gegenanspruch zählt. Alles, was nicht 100% ist, steht einer Auszahlung entgegen. Dann muss sofort zurückgezahlt werden. Ganz kritisch ist das Ganze natürlich, wenn Sie überlegen, das kann sich auch ändern. Wenn Sie heute ein Darlehen gewähren, mag der heute voll solvent sein, das kann sich aber morgen ändern. Und der 30 Absatz 1 Satz 2 stellt nur ab auf den Zeitpunkt der Auszahlung, nicht auf den Zeitpunkt der Nicht-Zurückforderung. Das will die Literatur nicht mitmachen und sagt, auch die Nicht-Zurückforderung kann gegen 30 Absatz 1 verstoßen. Wenn Sie also erkennen, dass die Vermögensverhältnisse sich verschlechtern, müssen Sie das in dem Moment zurückfordern oder die Mitgesellschaft und der Geschäftsführer haften für das Nicht-Zurückfordern. Ja, welche Sicherheit gewährt das Mindeststammkapital? Nun, es gewährt das jetzt zumindest, dass entweder die Gesellschafter solvent sind, wenn das Darlehen an die Gesellschafter gezahlt worden ist, oder es gewährt das jetzt zumindest, dass einmal ein Stammkapital aufgebracht worden ist. Das heißt, dass die Gesellschafter zumindest in der Lage waren, irgendwann mal 12.500 Euro vorzuzeigen. Das ist der Schutz, den sie haben. Das heißt, ganz kleine Hobbyfische oder Betrüger haben nicht genug Geld, um eine GmbH zu gründen. Und damit hält man sich gewisse Leute aus der Branche fern. Ob das jetzt ein toller Schutz ist, ist individuell zu beurteilen. Welche besonderen Risiken begründet das Haftungsmodell der UG haftungsbeschränkt für die Gläubiger? Wo liegt also das Problem bei der UG haftungsbeschränkt? Was können Sie tun? Zunächst mal, ich weiß ja gar nicht, wie lange die Ansprache.
Das können Sie leicht rausfinden. Da gucken Sie im Unternehmensregister nach. Die Jahresabschlüsse sind offengelegt. Ja, in der Tat, es gibt keine Einstiegshürde, damit kann jeder eine UG-Haftungsbeschränkung gründen. Damit haben Sie auch viele unerfahrene oder inkompetente Geschäftsleiter. Sie haben aber vor allen Dingen ein weiteres Problem. Weil die gesetzliche Rücklage an die Gewinne anknüpft, können Sie als Gesellschafter und Geschäftsführer die Gewinne niedrig halten. Sie müssen ja nur Geld für Sponsoring ausgeben oder für einen Dienstwagen oder für ein hohes Geschäftsführergehalt. Und schon schrumpfen die Gewinne. Wenn die Gewinne schrumpfen, schrumpft auch die Rücklage und damit die Sicherheit der Gläubiger. Das heißt, Sie haben im Grunde in der Hand, wie viel Gewinn die Gesellschaft macht und damit auch wie viel Rücklage die Gläubiger als Sicherheit kriegen. Und diese Manipulation kann man nicht korrigieren, solange man die Feststellung des Jahresabschlusses in die Hand der Gesellschaft gibt und keine staatliche Stelle darüber wachen lässt. Es gibt auch keine Abschlussprüfung, falls Sie es wissen wollen. So, dann haben wir uns beschäftigt mit dem Geschäftsführer. Was muss man zum Geschäftsführer wissen? Geschäftsführer kann es einen geben, es kann mehrere geben. Das können sein Gesellschafter-Geschäftsführer oder Fremdgeschäftsführer, insbesondere Angestellte. Die Vertretung gilt nach dem GmbH-Gesetz grundsätzlich als Gesamtvertretung. Das heißt, anders als nach dem HGB müssen alle Geschäftsführer zusammen die GmbH vertreten. Zudem gilt § 181 BGB, der Geschäftsführer kann keinen Vertrag mit sich und der GmbH abschließen oder für jemanden, den er vertritt, mit der GmbH. Das müsste also im Gesellschaftsvertrag abweichend geregelt werden. Das praktische Dilemma des Geschäftsführers ist, dass er weisungsgebunden ist gegenüber den Gesellschaftern. Die Gesellschafter können ihm also im Rahmen von Beschlüssen genau sagen, was er tun und lassen muss. Zudem ist er nach § 38 Absatz 1 jederzeit ohne Grund abberufbar. Das heißt, man muss noch nicht mal einen wichtigen Grund nennen, man kann ihn einfach vor die Tür setzen. Das Weisungsrecht der Gesellschafter können Sie entnehmen dem 37 Absatz 1. Da steht nämlich explizit Beschlüsse der Gesellschafter. Die Haftung des Geschäftsführers folgt aus § 43. Den haben wir uns auch schon angeguckt. Der ist etwas umständlich formuliert, weil Absatz 1 nur den Sorgfaltsmaßstab anordnet. So ähnlich wie 276.2, während die eigentliche Anspruchsgrundlage steht in Absatz 2. Also in der Klausur, in der Fallfrage, müssten Sie einen Anspruch aus § 43.2 prüfen, der wiederum inzident in 43.1 voraussetzt. Welche Voraussetzungen hat er? Ganz einfach, Sie brauchen eine Pflichtverletzung, Sie brauchen ein Verschulden und Sie brauchen einen Schaden. Wir haben auch darüber gesprochen, dass es gerade im Rahmen des Verschuldens die sogenannte Business Judgment Rule gibt, die sich aus 93 Absatz 1 Satz 2 Aktiengesetz explizit ergibt, die aber im GmbH-Recht entsprechend gilt. Sie müssen also prüfen, ob eine unternehmerische Entscheidung vorliegt, das heißt eine Entscheidung, die eine Prognose und oder ein Ermessen voraussetzt. Zweitens, dass die Geschäftsführer vernünftigerweise annehmen durften, aufgrund von angemessener Information zu handeln. Und drittens, dass die Geschäftsführer vernünftigerweise annehmen durften, zum Wohle der Gesellschaft zu handeln. Nur wenn diese drei Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind, ist eine Haftungsfreistellung zu bejahen. Gegenüber der AG gibt es einen wesentlichen Unterschied. Wenn der Geschäftsführer der GmbH unsicher ist, wird von ihm erwartet, dass er die Gesellschafter befragt und sagt, ich habe hier eine Entscheidung und ich weiß nicht, ob A oder B, entscheidet ihr.
Der Grund dafür ist, dass die Gesellschafter in der GmbH leichter zu erreichen sind, die müssen keine große Hauptversammlung durchführen, und dass die Entscheidungsbefugnis nach dem System des GmbH-Gesetzes grundsätzlich bei den Gesellschaftern liegt. Auch dazu hatte ich einen Fall gemacht. Der G ist Geschäftsführer einer GmbH mit den Gesellschaftern A und B. 2016 gehen die Umsätze radikal zurück. In einer Gesellschaftsversammlung beschließen A und B einstimmig ein Notfallpaket aus 4 Maßnahmen. Maßnahme 1, A und B möchten offensiv vorgehen. Sie erteilen G die Weisung, massiv mit Fernsehspots und auf Internetseiten für die Dienstleistung der GmbH zu werben. Der G meint, Ursache für die momentane Situation sei nicht die fehlende Bekanntheit, sondern der hohe Preis, und möchte daher die Weisung nicht befolgen. Darf er das? Wenn er sagt, diese Entscheidung ist ökonomisch unsinnig, ich mit meiner Kompetenz sage, wir sollten lieber die Preise senken als Werbung machen. Nein, das darf er nicht. Also wenn er einen Beweis bekommt in einem Bereich, der aus unternehmerischen Entscheidungen stammt, dann ist es letztlich immer noch Aufgabe der Gesellschaft, weil sie dieses Weisungs nicht haben, die Entscheidung zu treffen. Das Gegenteil dazu ist ja dann, dass er dafür auch nicht haften muss. Also dass, wenn da ein Schadenkosten steht, aufgrund der Weisung, er nicht haften muss. So ist es. Er muss das tun, was die Gesellschafter sagen, egal ob er es für unzweckmäßig hält oder nicht. Er darf seine Entscheidung nicht über den Willen der Gesellschaft stellen, er muss den befolgen. Wenn es schief geht, haftet er aber auch nicht auf Schadensersatz, außer er hat die Gesellschafter nicht über Risiken informiert, die nur er kannte, dann haftet er wegen Verletzung einer Aufklärungspflicht. A und B meinen, es seien Sparmaßnahmen geboten. Der G soll daher zunächst einmal davon absehen, für die Arbeitnehmer die Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen. Was sagen Sie dazu? Ja, die Pflicht, die Beiträge zu zahlen, erfüllt der Geschäftsführer jetzt nicht im Interesse der Gesellschafter, sondern im Interesse der Allgemeinheit, eine Aufgabe des Staates erfüllt. Und da haben die Gesellschafter, also die nicht geschützt sind, überhaupt keine Ja, in der Tat, diese Weisung verstößt sogar gegen Strafrecht. Man kann dem Geschäftsführer nicht zumuten, sich strafbar zu machen. Hier handelt er nicht im Interesse der Gesellschaft als verlängerter Arm, sondern hier handelt er im öffentlichen Interesse, im Interesse der Arbeitnehmer, im Interesse der Sozialkassen. Das heißt, diese Weisung darf er nicht befolgen, selbst wenn er es wollte. Äußerst vorsorglich weisen A und B darauf hin, dass G keinesfalls Insolvenzantrag stellen dürfe und gegebenenfalls Unternehmen trotz Unterbilanz weiterführen soll. Was sagen Sie zu dieser Weisung? Muss er die befolgen? Das ist im Prinzip dasselbe wie vorher, auch Insolvenzantragspflicht ist ja eine Pflicht im Interesse der Gläubiger bzw. der Allgemeinheit, und die ist auch im 15a gesetzlich formiert. Daher muss er die Weisung auch nicht befolgen. Ja, in der Tat, die Insolvenzantragspflicht ist in 15a Insolvenzordnung ausdrücklich im Interesse der Allgemeinheit angeordnet, auch wieder strafbewehrt. Das heißt, auch da sind die Gesellschafter nicht dispositionsbefugt, es soll Dritte schützen, die wurden nicht gefragt, also ist diese Weisung unwirksam. Letzter Punkt, A und B meinen, dass G künftig alle Ausgaben für die GmbH von der Gesellschafterversammlung genehmigen lassen müsse. Was sagen Sie dazu? Alles, was der macht, vorher Kontrolle durch die Gesellschafterversammlung. Ja? Ja, in der Tat, die Problematik hier ist,
ist man noch Geschäftsführer, wenn man sozusagen nur noch eine Marionette ist und das tut, was die Gesellschafter sagen? Muss also der Geschäftsführer zumindest irgendwie die Geschäfte führen können? Oder reicht es, dass er nach außen das Sprachrohr der Gesellschafter ist und das tut, was man ihm aufträgt? Das ist in der Literatur umstritten. In der Praxis sagt man, er muss sich gefälligst an die Weisungen halten. Und wenn es ein Vetorecht gibt, dann ist das im Grunde wie ein umfassender Zustimmungsvorbehalt. Damit muss er in der GmbH leben. Er riskiert ja ohnehin seinen Job. Ja, damit wissen wir, welche Vorschläge unzulässig sind. Frage, wie soll der Geschäftsführer sich jetzt verhalten? Was würden Sie tun als Geschäftsführer? Ja? Ja, man könnte erstmal überlegen, den zweiten und dritten Beschluss, die ja gegen gesetzliche Verbote verstoßen, dann eine Nichtigkeitsklage zu erheben, damit vielleicht als nichtig festgestellt werden. Und natürlich, des ersten Beschlusses müsste er dann die Gesellschaft darüber aufklären, dass er meint, dass das wirtschaftlich unsinnvoll sei, aber dass er die Meinung in diesem Fall verfolgen werden und auch verfolgen sollte. Und ja, natürlich, das letzte. Ja, in der Tat, bezüglich des ersten Beschlusses muss er die Gesellschaft über seine Bedenken aufklären, aber im Zweifel deren Empfehlung oder deren Weisung befolgen. Bei 2 und 3 kann er, nachdem er die Gesellschaft darauf hingewiesen hat, theoretisch auch eine Beschlussmängelklage erheben, also das heißt Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklage, und dafür sorgen, dass der Weisungsbeschluss wegfällt. Bei dem letzten Beschluss kann der Geschäftsführer einfach nichts tun. Er muss also diesen Beschluss befolgen, sonst riskiert er, dass er seines Amtes enthoben wird, das heißt abberufen. Wir haben recht lange darüber gesprochen, ob ein Geschäftsführer Arbeitnehmer ist. Sie haben gelernt, wir unterscheiden zwischen der Anstellung und der Bestellung. Es gibt diese Weisungsbindung und es gibt kein unternehmerisches Risiko. Der Geschäftsführer kriegt üblicherweise ein Festgehalt. Das heißt, nach normalen Begriffen müsste er eigentlich Arbeitnehmer sein. Das hat der EuGH in Bezug auf die Mutterschutzrichtlinie auch so gesehen. Der hat gesagt, Frau Danosa wird so behandelt wie eine Angestellte des Unternehmens. Sie verdient den gleichen Schutz wie eine Prokuristin oder eine Verkäuferin an der Kasse. Der BGH hat auch eine Entscheidung getroffen, wo er das AGG angewandt hat auf Altersdiskriminierung mit einer ähnlichen Überlegung, dass auch hier der Schutz nach 6 Absatz 3 für Aufstieg in gleicher Weise gewährleistet ist. In den meisten Gesetzen, die allein aufs deutsche Recht zurückgehen, haben wir ausdrückliche Ausnahmeregelungen, zum Beispiel im Arbeitsgerichtsgesetz, wo drin steht, für Streitigkeiten mit Organen sind die Arbeitsgerichte nicht zuständig. Zum Beispiel im Kündigungsschutzgesetz, wo drin steht, für die Kündigung von Organmitgliedern gilt keine Sozialauswahl. Der Geschäftsführer kann allerdings durch Verträge sich diesen Schutz verschaffen. Wenn er seinen Anstellungsvertrag reinschreiben lässt, für mich gilt das Kündigungsschutzgesetz, wird er genauso geschützt wie ein Arbeitnehmer. Das hat der BGH 2010 mal entschieden. Und Sie haben auch gelernt, dass das Bundesarbeitsgericht sagt, dass Geschäftsführer gegenüber der GmbH Verbraucher sind und damit mittelbar Schutz genießen über 310 Absatz 3 BGB in Verbindung mit 307 folgende. Das heißt, dass ein Geschäftsführer im Ergebnis einen gewissen Mindestschutz erhält. Ja, auch dazu gab es in dieser Probeklausur eine Frage, nämlich erläutern Sie die Schutzlücken, wie die Schutzlücken durch Vertragsgestaltung und Anwendung allgemeiner Regeln geschlossen werden. Das heißt, über das, was wir als arbeitsrechtliches Sonderrecht kennen, wie schützen wir den armen Arbeitnehmer bzw. hier den armen Geschäftsführer? Durch welche allgemeinen Grundsätze? Eine AGB-Kontrolle machen kann und darüber halt gewisse Schutzmittel.
Ja, in der Tat, wir haben im Wesentlichen den Selbstschutz durch Verträge, die gerichtliche Inhaltskontrolle über 310 Absatz 3 und die Treuepflicht der GmbH gegenüber ihrem Geschäftsführer. Auf diesen drei Säulen fußt der Schutz. Der ist nicht ganz lückenlos, weil wir sagen, naja, ob der Urlaubsumfang genauso groß ist, die Entgeltfortzahlung gleich hoch ist, das sind alles Detailfragen, aber er ist zumindest nicht völlig schutzlos. Ja, die zweite Frage, diskutieren Sie insbesondere im Vergleich zum europäischen Arbeitnehmerbegriff, ob die Einordnung des Geschäftsführers des Arbeitnehmers zweckmäßig ist? Da müssen Sie erkennen, dass dieser Mensch natürlich auch eine erhebliche Machtposition im Unternehmen hat und wenn Sie ihn zu sehr schützen, die Gefahr besteht, dass er diese Machtposition nicht sinnvoll ausübt. Das heißt, dass er nicht die unternehmerischen Entscheidungen trifft, die er treffen soll, weil er sich zurückzieht darauf, dass er eh sozial geschützt ist und sich lieber einen sicheren Job verschaffen will, als die Gewinne der Gesellschafter zu maximieren. Ja, gut. Letzter Punkt, die Gesellschafter. Dazu müssen Sie wissen, die Übertragung von Anteilen nach § 15. Da wissen Sie, Absatz 3, das dingliche Geschäft, die Abtretung braucht notarielle Beurkundung und Absatz 4, auch der Verpflichtungsvertrag muss notariell beurkundet werden. Das kennen Sie aus dem Sachenrecht schon von Grundstücksgeschäften, 311b Absatz 1 Satz 1 für den Vertrag, den schuldrechtlichen und 925 873 für die Auflassung. Dann wissen Sie auch, 16 GmbH-Gesetz, die Gesellschafterliste hat Rechtsscheinswirkung im Innenverhältnis nach Absatz 1. Gegenüber der GmbH gilt als Gesellschafter nur, wer in der Liste steht. Und Absatz 3, die Regelung zum gutgläubigen Erwerb. Insgesamt kann man also durchaus die Anteile weiter übereignen, aber man braucht immer den Notar. Und man kann eine Vinkulierung durchführen. Wir haben dann diese Fälle durchgesprochen zum gutgläubigen Erwerb. Sie erinnern sich, A stirbt, B scheint Erbe zu sein, in Wirklichkeit ist aber der D Erbe, in der Liste steht weiterhin der B, dann kann, wenn 2 Monate ohne Korrektur ins Land gegangen sind, ein gutgläubiger C von B erwerben, weil man dem wahren Erben D innerhalb der 2 Monate zumuten kann, dass er die Liste korrigiert. Wenn er es nicht tut, ist ihm die fehlerhafte Liste zurechenbar. Er musste also nach Kenntnis davon, dass B Scheinerbe war, gucken, ob B eine fehlerhafte Liste verursacht hat. Wenn er das nicht tut, ist er selber schuld und er muss riskieren, dass C gutgläubig erwirbt. Diese 3-Jahres-Frist ist demgegenüber schwierig. Zum Beispiel kann A, nachdem er 10 Jahre in der Liste stand, an B übertragen. Wenn B sich jetzt nicht eintragen lässt, bleibt A weiter in der Liste stehen, steht also seit 12 Jahren unverändert in der Liste, die Liste ist nie aktualisiert worden. Er kann trotzdem nicht wirksam an C übereignen, weil die Liste nicht 3 Jahre falsch ist, sondern nur 2 Jahre falsch. Aus Sicht des Erwerbers ist also nicht erkennbar, wie lange die Liste falsch ist, denn der Erwerber weiß ja nur, wie lange die Liste unverändert ist, nicht ob sich darüber hinaus irgendwas außerhalb der Liste verändert hat. Wir hatten auch den anderen Fall, A tritt ab an B, B tritt ab an C, C tritt ab an D. Dann wird addiert die komplette Zeit von B und C, weil wenn der Erwerb von B unwirksam ist, war die Liste unwirksam in dem Moment, wo B eingetragen worden ist. Das heißt, Sie können hier addieren 2 Jahre plus 2 Jahre, sind 4 Jahre und damit konnte hier D gutgläubig erwerben, obwohl C keine Chance hatte. Das heißt, die Fehlerhaftigkeit wirkt fort, egal wie viele Leute zwischendurch eingetragen werden. Wenn es nicht der Richtige ist, bleibt die Liste falsch. Wir haben kurz gesprochen über die Rechte der Gesellschafter, nämlich das Stimmrecht, das Auskunftsrecht und in Geldsachen den Gewinnanteil und den Liquidationsanteil.
Wir haben uns ganz am Anfang beschäftigt mit den Pflichten, nämlich der Einlagepflicht, der Ausfallhaftung, wenn die anderen ihre Anteile nicht erbringen. Sie erinnern sich, ich habe gesagt, wenn die anderen ihre Pflicht nicht erfüllen, haften sie anteilig auf deren Anteil. Das haben wir sowohl in § 24 für die Kapitalaufbringung als auch in 31 Absatz 3 für die Kapitalerhaltung. Und ganz besondere Bedeutung hat die Treupflicht. Treupflicht einerseits als aktives Schädigungsverbot beziehungsweise sogar Wettbewerbsverbot, andererseits der normale Vergleich. Es wird geguckt, wie würde ein Geschäftsführer einer unabhängigen Gesellschaft agieren, würde der das gleiche Geschäft tätigen, das heißt, sie machen einen Marktvergleich. Alle Beschlüsse, die gegen die Treupflicht verstößen, kann man anfechten. Man kann zudem von den Gesellschaften, die dafür gestimmt haben oder davon profitiert haben, Schadensersatz verlangen und die individuell auf Unterlassung in Anspruch nehmen. Praktisch spielt das immer dann eine Rolle, wenn es ein großes herrschendes Unternehmen gibt, was die Stimmmehrheit hat und damit entscheiden kann. Dann haben wir ganz zum Abschluss gesprochen über die Haftung der Gesellschafter. Wir haben gesehen, es gibt im Innenverhältnis die Haftung auf die Einlage bzw. die Ausfallhaftung, wenn jemand anderes die Einlage nicht zahlt, und die Existenzvernichtungshaftung. Im Außenverhältnis haften sie nur bei Vermögensvermischung nach 826. Und in Literatur wird immer diskutiert, was gilt bei der krassen Unterkapitalisierung. Sie machen Millionengeschäfte mit 25.000 Euro, haften sie dann auch persönlich. Die Rechtsprechung hat das bisher abgelehnt und hat gesagt, GmbH ist GmbH, auch wenn sie missbraucht wird. Existenzvernichtungshaftung wird ebenfalls aus 826 hergeleitet. Geschädigter ist aber nicht der Gläubiger, sondern geschädigter ist die GmbH selbst. Und wir haben die Regelung in 64 Satz 3 eben schon gesehen. Zahlungen, die zur Zahlungsunfähigkeit führen mussten, gelten als sittenwidrig. Voraussetzungen des 826 kennen Sie alle. Objektiv Sittenwidrigkeit, das heißt Eigennutz statt Nutz für die Gesellschaft, subjektiv dolus eventualis bezüglich einer Schädigung der Gesellschaft und insbesondere der Gläubiger. Haftung besteht im Innenverhältnis, das heißt, der Insolvenzverwalter macht sie geltend, die Gläubiger haben keinen direkten Anspruch. In der Klausur müssten Sie bei einem Anspruch aus 826 immer prüfen: Erstens gab es einen Eingriff. Gab es also ein aktives Tun, was das Vermögen vermindert hat? Zweitens, hat dieses Tun irgendwie objektiv zurechenbar die Insolvenz verursacht? Und drittens, gab es Vorsatz bezüglich dieses konkreten Geschehensablaufs? Haben also die Gesellschafter zumindest billigend in Kauf genommen, dass die Gesellschaft insolvent wird und dadurch die Gläubiger geschädigt werden? So, das haben wir alles gemacht in dieser Vorlesung und das kann alles in der Klausur drankommen. Die Klausur hat einen Umfang von 120 Minuten. Zwei Aufgabenteile, wie gesagt, ein Fall, eine Frage, handschriftlich zu lösen. Bitte verwenden Sie liniertes oder kariertes Papier, schreiben Sie groß und deutlich, nummerieren Sie Ihre Seiten und bringen Sie bitte einen Tacker mit, damit Sie die Seiten auch zusammentackern können. Was? Der Tacker wird hier nicht gestellt. Mein Lehrstuhl hat kein Budget für Tackernadeln. Ich habe nämlich auch eine Vorlesung im zweiten Semester mit 300 Klausuren und das sind 300 Tackernadeln, die ich da investieren muss. Das heißt, Sie müssen darunter leiden. 50 Personen sind 50 Klausuren. Wenn Sie auch alle schön schreiben, dann kriegen Sie die Klausuren auch schneller wieder. Also im Eigeninteresse lesbar und klar schreiben, beide Aufgaben bearbeiten, nicht nur eine, die Ihnen lieber gefällt, und viel Erfolg. Vielen Dank.